Hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Gothic. Ganz genau, wir sind jetzt hier immer noch in der freien Mine und haben hier noch jede Menge Typen vor uns. Und oh, wir sehen, da hinten hocken schon einige und warten nur auf uns. Was mache ich denn da? Ich glaube, ich werde mal ein bisschen meinen Mana auffüllen und werde mal gucken, ob ich nicht eine hübsche Überraschung zuschicken kann. Sowas wie ein Feuersturm wäre, glaube ich, gerade ganz angebracht. Warte mal, habe ich da überhaupt. Habe ich keinen Feuersturm mehr? Nein! Und Feuerregen bringt. Naja, es ist ein Versuch wert. Okay, ich probiere es mal. Da nehme ich jetzt nämlich einen diesen Geschwindigkeitstrank ein. Aktiviere Feuerregen. Stell mich hier hin. Und benutze ihn. Reicht das? Ah. Geiler Zauber, oder? Das erwischt ihn nämlich ganz schön viele von denen gleichzeitig. Hahaha. Das hat gesessen. So, der andere steht jetzt irgendwo da oben. Ein paar Eispfeile dürften für den wohl reichen. Ist er doch umgefallen? Oder ist er gerade hier runtergefallen? Habt ihr nicht irgendwas so plumpsen hören? Nee, hier liegt nur ein Buddler. Na, alter Richter? Was ist das denn? Wow. Dicke Hellebarde. Aber meine Kriegerstimme ist immer noch besser. Der Plan ist wunderbar aufgegangen. Schön, dass ich mir da. Also ein Glück, dass ich mir damals den Feuerregen gekauft habe. Ihr Schatten. Da stellen die hier an so eine wichtige Stelle erstmal nur sch normale Schatten hin? Ist das nicht ein bisschen. Weiß nicht. Dämlich? Da hochklettern will ich jetzt nicht unbedingt. Ich hasse Leitern, das wisst ihr ja. Aber echt schön. Der Feuerregen hat genauso funktioniert, wie ich es wollte. Noch mehr Schatten zum Plündern. Da noch einen. Vor allem die Schatten waren auch so dermaßen schnell tot. Das war ja schon fast eine Hinrichtung. Dort geht es wahrscheinlich weiter zu Mehrgardisten. Aber ich kletter jetzt einfach mal hier hoch. Da hinten ist noch der andere Gardist, den kann ich auch noch plündern, aber na, drauf geschissen. Ah, weißt du was? Ich lasse dich sogar am Leben. Also erfreu dich dran. Du hast Glück. Dein Tod nützt mir nichts. Ich brauche nur eure Ver. Ah! Zum Glück habe ich geguckt, hier ist nämlich noch ein Gardist. Du bist aber tot, tut mir leid. Nein, das tut mir eigentlich nicht leid, ihr seid alles ganz schön dicke Arschlöcher. Ihr habt den Feuermagier gekillt, ihr Penner. Und du hast währenddessen einen Apfel gegessen und zugeguckt. Das ist nicht cool. Und daher nehme ich jetzt dein Bier weg. So. Ja, mach du mal weiter. Stört mich jetzt weniger. Er rennt schon weg, panisch. Gute Idee. Hauptsache, du wirst nicht zu panisch und rennst irgendwo runter. Das wäre natürlich etwas ironisch witzig. Okay, wie viele Gardisten warten denn noch auf mich? Also mittlerweile dürfte ich das hier ordentlich dezimiert haben. Ein Krug? Warum liegt das denn hier rum? Weiß der Teufel. Ah, Minecrawler. Hallo Babys. Und dort hinten. Ah, wen haben wir denn da? Ein Ork, der da rumhockt. Der versteckt sich wohl von den Minecrawlern. Naja, kann ich nachvollziehen. Und wenn da ein Ork rumhockt und wir suchen rein zufällig nach einem Ork, dann kann es ja nur ein Ork sein, oder? So. Euren Kram nehme ich auch gleich mal mit. Hallo, Orksklave. Du bist wohl der Freund von Urshak, oder? Tarok brauchen Hilfe. Tarok verletzt. Was ist geschehen? Tarok hier gefangen von blauen Soldaten. Plötzlich überall rote Soldaten. Rote Soldaten töten alles. Tarok hierhin geflohen. Rote Soldaten nicht gehen hierhin. Rote Soldaten fürchten Gachlug. Bitte helfen. Tarok verletzt. Gachlug? Kann ich irgendwie helfen? Was kann ich für dich tun? Tarok brauchen starke Medizin. Tarok, sonst sterben. Was für Medizin? Gachlug mich vergiftet. Tarok brauchen Medizin.
Tarok haben Medizin, aber Tarok verlieren. Tarok nicht finden. Was sind denn diese Gachlug? Was bedeutet Gachlug? Seien große Tiere auf vielen Beinen. Gachlug gefährlich. Orks und Menschen fressen. Du meinst wohl die Minecrawler hier unten? Ja, alles klar. Du sprichst unsere Sprache. Tarok schon lange Sklave von Menschen. Tarok gut zuhören. Bist du ein Freund von Urshak, dem Schamanen? Urshak waren Sklave wie Tarok. Urshak gelaufen weg, seien viele Winter her. Dein Freund sagte, du könntest mir ein Ulumulu machen. Tarok sehr schwach. Tarok ohne Medizin sterben. Fremde bringen Medizin. Dann Tarok helfen. Klar, kein Problem. Ich werde die Medizin wiederfinden. Tarok sehr schwach. Fremde beeilen, sonst Tarok sterben. Oh shit, okay. Gut, wir müssen jetzt diesem alten, sterbenden Ork hier, Medizin besorgen. Das ist ja auch mal ein Auftrag. Dann sollte ich doch am besten mal ein bisschen, im wahrsten Sinne des Wortes, Licht in diese Angelegenheit bringen. Weil sonst dürfte es ziemlich schwierig werden, hier einen einzelnen Trank zu finden, der hier rumliegt. Okay. Er hat doch keine Richtungsangaben gemacht, ne? Das wäre ja auch sonst zu leicht. Warte, was sieht denn hier? Eine Fackel, altes Schwert. Wer auch immer da gestorben ist, er hat es nicht weit geschafft. Toll, der Kram könnte jetzt überall liegen. Hier liegt ein Bolzen von der Armbrust, okay. Warte mal, da oben geht's hoch. Ja, du Minecrawler, du zappel mal vor dich hin. Ork-Medizin, da haben wir es doch schon. Na genau, fix. Göttergabe, ist das ein Buch? Die Gabe der Götter, das wird wohl das sein, oder? Tatsächlich. Seit Jahrhunderten versucht man das Wesen und den Ursprung der Magie zu ergründen, doch wo soll man suchen? Bartos von Laram, bla bla bla. Okay, die Infos brauche ich nicht. Hier war noch ein Minecrawler, irgendwo. Hä? Wo ist der denn jetzt abgeblieben? Da hinten! Geht doch. Oh, schnell. So, das war jetzt wieder mal nicht sonderlich schwierig. Und wenn ich schon mal hinten bin, kann ich doch mich weiter umschauen. Ja. Leider gibt es hier nichts, was ich mich weiter umschauen kann. Also geht's wieder zurück zu Tarok. Ihm Medizin bringen, damit Tarok leben. Und er mir machen Ulumulu. Tarok, halte aus! Ich komme zu deiner Rettung! Nein! Nein! Gothic hat mal wieder entschieden... Tja, abzustürzen. Von daher würde ich sagen, bis gleich, Leute! So, Leute, da bin ich wieder. Na dann, geben wir noch endlich mal seine wohlverdiente Medizin, Tarok oder? Tarok braucht Hilfe! Tarok verletzt! Ach shit, ich hatte ganz vergessen, das Gespräch mal durchzuführen. Ups, das springe ich mal schnell durch. So, hätten wir das mal gemacht, weil das Gespräch haben wir ja schon gesehen. Hier, ich habe deine Medizin endlich gefunden. Hier, ich habe deine Medizin gefunden. Fremder nicht böse wie andere Menschen. Fremder gut. Tarok schulden Dank. Kannst du mir jetzt einen Ulumulu geben? Fremder helfen Tarok, also Tarok auch helfen Fremder. Fremder brauchen Krotak, Kastak, Dvachkar und Ort-Antak. Fremder bringen dann Tarok machen Ulumulu. Heilige Scheiße, was für Dinger? Was ist denn Krotak? Sein Flammenzunge, sein Zunge von Feuerechse. Also Feuerwarane oder was? Eine Zunge? Na toll. Wo finde ich eine Feuerechse? Feuerechsen in Heimat leben. Heimat von Tarok. Fremder suchen müssen. Auch können finden Feuerechse auf Sand bei Meer. Ja, ich weiß schon, wo ich welches finden kann, aber danke. Was bedeutet Katztag? Sein Horn von Schattenläufer. Horn spitz wie Dolch und hart wie Stein. Okay. Wo findet man Schattenläufer? Leben in Wald oder in Höhle. Nicht mögen Licht. Seien sehr gefährlich. Fremder aufpassen. Toll, jetzt muss ich auch noch Schattenläufer jagen. Toll. Dvachkar? Was ist das denn?
Sein Zähne von Sumpfhai. Wenn Zähne beißen Opfer, dann nie wieder loslassen. Ja, Sumpfhaie, wo ich die finde, ist klar. Wo finde ich Sumpfhaie? Viele Sumpfhaie bei Lager von Menschen. Lager in Sumpf natürlich. Ist klar. Was ist ein Ort am Tag? Hauer von großes Troll machen großes Löcher in Beute. Wo finde ich einen Troll? Troll leben in Bergen. Troll lieben viel Platz. Fremder gehen suchen in Nordberge, aber passen auf Faust von Troll. Faust treffen, dann Fremder fallen von Berg runter. Ja, macht Sinn. Danke. Ich muss weiter. Fremder kommen wieder. Ja, gut. Also, ich denke mal, wir haben unseren Part soweit erledigt hier. Und dürfen jetzt auch noch ein paar Sachen einsammeln. Ich hoffe, die... nicht runterfallen. Was haben wir denn hier? Schinken und Astronomiebuch. Oh, na toll. Was das hier so rumliegt, frage ich mich zwar, aber naja. So. Hier sind auch noch ein paar Minecrawlers. Minecrawler, ohne S. Eins. Und zwei. Und ist irgendwo noch einer? Bestimmt, oder? Naja, nicht direkt in der Nähe, okay. Hier gibt es bestimmt noch irgendwas zu finden. Habe ich noch Licht? Da, Licht. Weil ich möchte nichts übersehen. Ja, okay, die Pilze brauche ich jetzt nicht wirklich. Aber hier, deinen Kram nehme ich auch noch gern mit. Und dann gucken wir doch mal hier. Ja, bleib stehen. So. Dann hier hoch. Ah, mehr Minecrawler. Na, geht doch. Okay, sie teilen doch ganz schön aus. Muss ich also doch ein bisschen aufpassen. Aber haben wir hinbekommen. Gut, da unten ist nichts. Ja, ich weiß, dass ich blute. Ich frage mich ja, wo ich jetzt hier rauskomme. Bist du der Letzte? Mein Gott, von euch gibt es ja wirklich Tausende. War das endlich mal der Letzte, oder? Na, das sieht doch aus, als ob endlich hier mal ein bisschen rausgeht. Das kommt mir auch bekannt vor, die Gegend. Oh, Käse und eine Minecrawler-Suppe. Na, lecker. Und, ha, hier sind wir, am Eingang der Mine quasi wieder. Das ist doch gut. Dann wissen wir jetzt wenigstens auch, dass es... Achso, ich muss auf die andere Seite, ups. Okay, ich hab's geschnallt. Dann wissen wir jetzt wenigstens, dass es hier einen sehr kurzen Weg zurück zu diesem Orksklaven gibt. Wenn ich ihm dann die ganzen vier Sachen beschafft habe und er sie dann in einen Ulumulu verwandelt, wie auch immer das funktionieren soll. Hallo Gorn! Da sind wir, wir haben's geschafft! Die Mine ist frei und alle sind glücklich, oder? Ich hoffe doch. Hallo. Komm, endlich. Auf. Oh, nee. Ich hab doch alles schon mit dir geschafft. Alle sind tot. Och, nee. Sag nicht, entweder habe ich einen übersehen. Oder Gorn muss zu einer speziellen Stelle mitkommen. Das ist so eine Sache. Oder wartet mal, ich überlege gerade. Ich glaube, das hatte ich schon mal das Problem. Und ich glaube, es reicht, wenn ich die Mine verlasse. Und alle hier drinnen tot sind, alle Gardisten. Dann müsste Gorn das, glaube ich, schnallen. Ich hoffe mal. So. Oh Mann. Das war ein wirklich beinharter Kampf. Hätte nicht gedacht, dass Gomez Gardisten so viel Widerstand leisten. Die Hauptsache ist, dass wir sie wieder aus unserer Mine vertrieben haben. Ich werde hier bleiben und dafür sorgen, dass das auch so bleibt. Alles klar. Super. Ja, hat so funktioniert, wie ich erhofft habe. Und komm, tu nicht so, du hast gar nichts gemacht. Ich habe die ganze Drecksarbeit gemacht. Wie ist die Lage? Alles ruhig. In der freien Mine rührt sich nichts. Es kann nicht mehr lange dauern, bis Lee die Verstärkung hier hochschickt. Solange werde ich es mir hier gemütlich machen. Alles klar, dann... Bis später. Mach's dir mal gemütlich inmitten von Leichen stehend. Na, vielleicht steht er drauf, wer weiß, wer weiß. Würde mich nicht wundern, ich meine... Gorn ist zwar netter, der ist auf jeden Fall zum Glück glücklicherweise auf unserer Seite, aber er wirkt auch hier und da so ein bisschen blutrünstig, kommt mir zumindest so vor. So, steigen wir mal hier rauf, ein bisschen Abkürzung nehmen. Das war schon mal nichts, aber das hier, oder? Jawohl. So.
Jetzt sagen wir mal den anderen allen Bescheid. Hey, wir haben es geschafft. Alles super toll und so. Ach, wozu laufe ich eigentlich? Ich kann mich auch teleportieren. Nee, dann müsste ich jetzt aber erstmal ein Kraut schlucken. Ach, was, den Weg laufe ich eben. Dann kann ich auf dem Weg vielleicht noch Kord direkt Bescheid sagen, dass hier alles erledigt ist, weil der stand ja auch am Eingang mit seinen Leuten. Ja, aber Dorn hat zwar nicht wirklich mitgeholfen, aber stimmt schon, das war hier ein gutes Stück Arbeit, aber ja, vor allem die Gardisten mit ihren Armbrüsten haben extrem genervt. Aber wir haben sie hinbekommen, von daher. Ja, ja. Jetzt haben wir auch ein bisschen Kram in den Taschen, um auf jeden Fall wieder schön viel Sachen zum Eintauschen gegen Erz und andere Sachen. Aber erstmal hauptsächlich gegen Erz, denn ich muss mir die Rüstung leisten können und so. Ach, und wir müssen auch noch zu Wolf ihm die Crawler-Platten geben, genau. Gut, es interessiert dich anscheinend nicht. Ich brauch's ihm anscheinend nicht erzählen, dass wir hier alles geschafft haben. Ja komm, dann teleportiere ich mich jetzt dahin, das ist schneller. So. So. Satoras, wir haben es hinter uns gebracht. Ich bin der Beste. Hör auf zu blättern, ich bin der Beste. Magie? Bla bla. Oh. Muss ich erst mit Lee reden oder was? Dann gehe ich halt zu Lee und sag ihm Bescheid. Wenn der mir jetzt auch nichts sagt, dann bin ich sauer. Hallo, Lee. Hallo. Was sagst du zu der Sache mit der Mine? Die Bedrohung dürfte beendet sein. Du hast viel für unser Lager getan. Männer wie dich kann ich gebrauchen. Ich danke dir. Ich werde mich jetzt wieder auf den Weg machen. Einen Moment noch. Nimm diese Zauberrune als Zeichen unseres Dankes für deine großen Taten. Ich danke dir. Wir sehen uns. Ja, mach's gut. Was für eine Rune hast du mir denn gegeben? Cool. Oh, anscheinend eine Feuersturmrune, weil jetzt habe ich die auf einmal doppelt. Krass. Echt nicht schlecht. Na gut, bringt's immerhin ein bisschen Gold ein, bisschen Erz ein. So, kein Gold. Jetzt quatsche ich nochmal mit Satoras, doch weil jetzt, wenn ich jetzt nicht bereit bin für die hohe Grube der Wassermagier, dann weiß ich auch nicht mehr. Komm, hör auf. Magie. Bla. Ich möchte die hohe Robe des Wassers tragen. Es ist noch nicht an der Zeit. Du bist so ein Pimmel. Ich will die Robe. Dann gib mir wenigstens den zweiten Kreis der Magie endlich. Ich bin bereit, in den zweiten Kreis aufgenommen zu werden. Du hast das Verständnis der Runen gelernt. Nun ist es an der Zeit, dieses Verständnis zu vertiefen. Mit dem zweiten Kreis lernst du die Grundsätze stärkerer Kampfzauber und vor allem das Geheimnis der Heilung. Doch du musst noch viel lernen. Willst du die tatsächlichen Geheimnisse der Magie ergründen? Du weißt, dass du jede Rune so lange einsetzen kannst, bis deine eigene Kraft verbraucht ist. Aber frage dich, ob es sinnvoll ist. Du hast Macht verliehen bekommen, mit der es dir ein leichtes ist, Tod und Verderben zu bringen. Doch der wahrhafte Magier zaubert nur dann, wenn es angebracht ist. Erkenne die Situation. Dann wirst du die Macht der Runen erkennen. Ja, okay, danke für deinen tollen Tipp. Mögest du in... Bla bla. Obwohl, kriege ich jetzt die hohe Robe, weil ich den höheren Kreis habe? Es ist noch nicht... Nein, hat damit wohl nichts zu tun. Mögest du in einem... Ja, möge ich in einem Stück zurückkehren. Echt, danke. So, heile mich. Ich bin... Bla bla. Hier hast du nichts Neues. Erz hast du auch nicht, ne? Nein, nein, ist egal. Dann teleportiere ich mich jetzt direkt zu Xardas zurück. Erzähle ihm die Neuigkeiten und noch einen anderen Grund gibt's auch noch. Denn ich weiß, dass Feuerwarane hier ganz in der Nähe sind. Und da ich solche Viecher jetzt erledigen muss, arg, habe ich doch glatt Wolf vergessen. So ein Ärger aber auch. Naja, teleportiere ich mich gleich hier hin. Erst natürlich die Feuerwarane erledigt habe. Die gehen vor, auf jeden Fall. Hallo, Xardas. Hör auf zu blättern. Nichts Neues? Tja, ach stimmt, ich soll ihn ja nicht mit Einzelheiten belästigen, so war das ja. Stimmt, hat er ja selbst gesagt.
Was haben wir denn hier? Dämonen beschwören. Wow. Das klingt gut. Das klingt sehr gut. Och. Warum nicht? Warte mal. War das nur eine? Ups. Na gut. Dafür kriegst du noch hier... Was kriegst du denn? Diese ganzen Kackwaffen, die ich nicht brauche. Die sind alle viel zu viel wert. Das hier noch. Davon ein paar. Habe ich doch einige, oder? So, es war ein bisschen zu viel, aber auch egal. Na gut. Dann, wie gesagt, ich komme ja nur runter, wenn ich diesen doofen Bug ausnutze. Ansonsten müsste ich mich so woanders hin teleportieren und ganz viel rennen und so. Da habe ich keine Lust drauf. Von daher... Und abwärts. Sieht zwar elegant aus, aber ich fühle mich ein bisschen schmutzig, während ich das mache. Aber ich denke, wir werden es überleben, oder? Denn hier hinten gibt's direkt über Xadas tollen Turm. Ja, man kommt ja nur von der Seite aus hier ran. So. Hinten gibt's Feuerwarane, ganz genau. Und für die Warane sollte ich auf jeden Fall eher die Wasserrobe anlegen. Dann am besten noch den Talisman, den mir Urshak gegeben hat. Gegen das Feuer. Dann habe ich jetzt 68 Schutz vor Feuer. Okay. Ich weiß nicht, ob das ausreicht, aber ein bisschen wird wohl helfen. Ach du Scheiße. Ihr macht trotzdem mächtig Schaden. Nicht gut. Oh. Okay. Hey, Flammenzunge, da haben wir sie ja schon. Gut, also nach einem einzigen Treffer mit diesem Feuerodem bin ich schon fast verreckt. Das ist sehr beunruhigend. Na, so ziemlich die Hälfte meines Lebens abgezogen, sogar ein bisschen mehr. Nee, sogar ein bisschen weniger, meine ich. Immerhin. Also zwei Treffer hätte ich wohl gerade so überlebt, da ganz, ganz knapp. Dann gehen wir jetzt mal als nächstes zu den Sumpfhaien. Davon brauchen wir auch noch so Zähne. Nee, ja, Zähne, genau. Von denen war die Zunge und von den Sumpfhaien die Zähne. Doch, die Zeit läuft langsam mal wieder ab. Und daher würde ich einfach sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Gothic. Mein Name ist Alex. Bis dann.